Moin zusammen. Wochenende ist mal wieder da und unsere große Woche steht bevor. Die Woche von Mutter Erde Bayern e.V. Und ihr seid alle herzlich eingeladen dazu, wer Lust hat, wer Zeit hat, wer Neues wissen möchte. Wir sind ab Montag schon da. Ab Montag sind auch sehr, sehr viele Referenten schon da, die ganze Woche über, auch wenn sie noch keine Auftritte haben. Und wir stehen euch allen zur Verfügung. Wer noch Lust hat, meldet sich bitte an unter imme76@web.de. Das wird ein Riesenfest. Die Sommersonnenwende. Und ich glaube, das hat was. Selbst aus der Schweiz, der Christian Tobler ist die ganze Woche über da. Es ist einfach ein Renner schon geworden und ein Brüller, was man machen kann mit den Apparaten der russischen Weltraummedizin, was man so ändern kann an sich, wo man auch vorbeugen kann. Und es spricht sich immer mehr herum, dass die Erfolge da sind. Ist eine tolle, tolle Sache. Wahnsinnig. Mal schauen, wie es wird. Kommen wir zu den Honigmann-Nachrichten vom 17. Juni 2016, Nummer 861. Normalerweise hätten wir heute Feiertag, aber auch den hat man uns genommen. Denkt mal dran, Tag der deutschen Einheit. Wir haben immer noch keine Einheit. Es fehlt noch ein Drittel des deutschen Gebietes. Immer noch. Aber ich sag mal, in den nächsten 2, 3 Jahren wird sich das auch erledigt haben und dann haben wir es wieder. Und dann ist es wieder ein Reich. Kanada, Alterung. Jeder altert, aber nicht jeder gleich schnell. Auch wenn sich das Altern nicht aufhalten lässt, können die Prozesse offenbar zumindest verlangsamt werden. Kanadische Forscher melden, sie hätten die 6 besten natürlichen Verbindungen zur Steigerung der Langlebigkeit gefunden. Insgesamt haben wir 6 neue Gruppen von Molekülen gefunden, die die chronologische Alterung von Hefe verlangsamen, wird Hauptautor Biologieprofessor an der Uni Concordia. Wird so zitiert, der Studie Turenko in der Pressemitteilung zitiert. Turenko ist Biologieprofessor, wie gesagt, an der Uni Concordia. Gewonnen werden die Extrakte aus Kamisifuga, Ratze, Moser, das ist Traubensilberkerze, Valeriana officialis L, das ist echter Baldrian, Passiflora incarnata L, Ginkgo biloba, das ist reiner und echter Ginkgo. Apium graveolens L, das ist echter Sellerie. Und Salix alba, das ist die Silberweide. In der Natur steckt die Gesundheit. Und heilen kann man jede Gesundheit durch die Natur, das wissen wir. Leider nur eins nicht: die Dummheit der Menschen. Vielleicht kriegen wir das aber auch irgendwann nochmal hin. Agenda 21-2030. Politische Programme sind nie altruistisch, nie zum Nutzen der gemeinen Bevölkerung. Genauso verhält sich es mit der Agenda 21-2030, also A21-30 auch. Auch sie ist nicht für die Menschen gemacht, sondern dient den Interessen der internationalen Globalisten oder Eliten der IGE. A21-30 ist ein globaler Plan zur Versklavung der Menschen unterm Deckmantel einer internationalen Agenda, die scheinbar lokale Anliegen global angeht. Unterm Druck zahlreicher NGOs, Planungsgruppen und übergeordneter politischen Stellen werden lokale, vor Ort beheimatete politische Entscheidungsträger dazu gezwungen, den Anforderungen der IGE nachzugeben und sich hinter die gleichzeitig anlaufenden Gesetzesänderungen in vielen Bereichen zu stellen.
Lokale und regionale Politiker mögen überrascht sein, dass ihre Zustimmung zur A2130 so vehement eingefordert wird. Mit macht einfach das, was wir euch sagen und fragt nicht danach. Nicken sie ab. Dabei erkennen sie die dahinter versteckende Intention nicht. Da tritt dann oft diese Dummheit zutage, dass es nicht mal hinterfragt wird. Sie nicken einfach nur ab, halten die Hand auf, bekommen ihren Backschisch da reingelegt, ihre kleine Macht hinzu. Naja, viele grinsen noch etwas blöde dabei. Sie wissen nicht, dass sie die ersten Sklaven sind, die verloren haben. Ganz bestimmt sogar. New York Gold. Am 14. Juni veröffentlichte Greg Hunter von USA Watchdog.com sein Interview mit Bill Holster von JS Miniset. Holster wird nicht müde, vorm unmittelbar bevorstehenden Crash zu warnen und präsentiert seine Befürchtung ausführlich. Die Situation an der COMEX sei mehr als kritisch, wenn man die zur Auslieferung anstehenden Kontakte und vorhandenen Bestände vor Augen führe. Für Holter kann nur einen Grund geben, dass vor der Auslieferung physischer Ware abgesehen werden kann. Man sieht nur von der Auslieferung ab, wenn man 20% oder 25% Prämie dafür bekommt. Die Kontakte würden auf diesem Weg verlängert, weil die COMEX sich offensichtlich nicht bedienen kann. Holter geht davon aus, dass sich hinter asiatischen Interessen verbergen, vornehmlich China, welche die Goldbestände im Westen auszubluten suchen. Dies wäre der letzte Sargnagel, wenn es dem dann so ist, sagte Holter. Washington. Die Fed hat Beobachtern zufolge die Kontrolle über die Lage verloren. Das jüngste Kommuniqué und die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chefin Yellen haben jegliche Klarheit und Logik vermissen lassen. Auf wirklich spannende Fragen lieferte Yellen wieder keine schlüssigen Antworten. Wie realistisch ist es, dass der Rückgang der Arbeitslosenquote praktisch mit sofortiger Wirkung aufhört? Warum sollte die VS-Wirtschaft 3 Jahre in Folge genau mit dem Trend von 2% wachsen? Insgesamt wird der Eindruck verstärkt, dass sich die Fed nicht wirklich traut, das Zinsniveau zu normalisieren. Sie sind ganz einfach hin. Und das muss man einfach akzeptieren, dass es so ist und dass es auch kurz vorm Crash ist. Erst geht der Dollar bzw. der Euro oder beide den Bach runter, dann eine Woche später, maximal 14 Tage später, die gesamte Wirtschaft hinterher. Und schneller. VSA, Russland. Nach dem Dokument können die antirussischen Sanktionen aufgehoben werden, nur unter der Bedingung der Rückkehr der Kontrolle der Ukraine über die Krim. Der Gesetzentwurf wurde als Akt für Stabilität und Demokratie für die Ukraine genannt. Die Gesetzgeber schlagen auch vor, jede Form der Anerkennung der Halbinsel als Region Russlands abzulehnen, einschließlich des Luftraums und der Hoheitsgewässer. Inzwischen arbeiten EU und USA oder VSA mit Hochdruck an der Verlängerung des wegen der Ukraine-Konflikts verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Daran seht ihr, das mit der Dummheit, das kriegen die nicht in den Griff. Denn das ist mehr als dumm und es drückt eigentlich immer weiter und zielt immer weiter auf einen Krieg hin. Deutschland wird im Moment gestärkt seitens der Eliten und seitens der USA und der Engländer und führen somit die Truppen, die NATO-Truppen an, haha, aber nur deswegen, damit wir uns gegen Russland stellen. Nichts anderes. Und da hat Merkel bzw. Granaten-Uschi macht mit. Washington, Südamerika. Gerade ist ein VS-Agentennetz in Ecuador aufgeflogen, in Brasilia ein kalter Putsch durch gekaufte Rechtsparteien, in Argentinien und besonders Venezuela durch Sabotage und Medienkrieg manipulierte Wahlen. Dilma Rousseff und die Chavisten unter Maduro waren die größten Hoffnungen auf ein menschenwürdiges Leben für Millionen Lateinamerikaner. Doch die Linksregierungen standen immer unter Dauerbeschuss aus den VSA. Politische Erpressung und Wirtschaftskrieg sind die Antwort Washingtons auf demokratische Entscheidung der Völker für sozialistische Regierung.
Dabei bedient sich Obamas Geheimkriegsstrategie auf perfide Weise falscher NGOs und ideologisch vergifteter Hilfsoperationen, um die Helfershelfer in unliebsamen Ländern an die Macht zu putschen. Auch das wird sich bald ändern. Bestimmt. Caracas, Kuba. Kuba und Venezuela werden ihre Investitionen in den Tourismus, die Öl- und Stahlindustrie und andere Sektionen erhöhen, sagte vorgestern der venezolanische Minister für Außenhandel Faria auf einem Wirtschaftsforum mit kubanischen Vertretern. La Paz, Bolivien, New York. Vor circa 10 Tagen hat Bill Gates in New York sein jüngstes Vorhaben vorgestellt. Er will 100.000 Hühner spenden. Richtig gehört, 100.000 Hühner. Die Tiere sollen in abgelegenen Gegenden in 20 der ärmsten Länder weltweit gebracht werden, unter anderem auch nach Bolivien. Die Regierung hat die Spende zur Überwindung der Armut abgelehnt. 250 Hühner wären das pro Familie gewesen. Es handelt sich hier um ein unerfreuliches Angebot eines Tycoons, der die bolivianische Realität nicht kennt. Wir leben nicht in Zeiten wie vor 500 Jahren, mitten im Dschungel, ohne zu wissen, was wir produzieren. Mit größtem Respekt, es gibt andere Dinge, über die wir reden sollten, lautete die passende Antwort aus La Paz. Nach Angaben der Vereinigung der lokalen Geflügelzüchter produziert Bolivien pro Jahr 197 Millionen Hühner. Die Exportkapazität liegt bei 36 Millionen. Er will 100.000 Hühner spenden. Das ist eigentlich eine Frechheit, was dieser Tycoon da veranstaltet. Oder meint er, den dummen Weißen damit imponieren zu können, was für ein toller Hirsch er doch ist, was er spendet. Er will ja auch sämtliche Kinder dieser Welt spritzen. Es ist so ein toller Mann, oder nicht? Ich sag mal eher oder nicht, besser ist das. Sahara, Niger. Beim Versuch, die Sahara zu durchqueren, sind 34 Flüchtlinge in Niger ums Leben gekommen. 14 Erwachsene und 20 Kinder seien offenbar von Schleppern in einer Wüstenregion zurückgelassen worden und dort verdurstet, teilte das nigerianische Innenministerium in der Hauptstadt Niamey mit. Katar, Amsterdam. Jene 22-jährige Niederländerin, die in Katar nach einer Anzeige wegen Vergewaltigung festgenommen und verurteilt worden war, ist wieder zurück in ihre Heimat. Nach ca. 3 Monaten Haft in Katar landete sie gestern in Amsterdam, wie das Außenministerium in Den Haag mitteilte. Das muss man sich also schon auf der Zunge zergehen lassen. Diese Kufnucken, die verhaften eine Frau, die vergewaltigt worden ist mit brutalsten Mitteln und kriegt dafür Knast, weil sie Frau ist. Kann nicht sein, und ich glaube, die Islamisten müssen eine ganze Masse lernen. Eine ganze, ganze Masse. Das können sie zum Teil hier, wenn sie es denn wollen. Leider, auch da gibt es eine Erhebung für, ist der afrikanische Teil der Islamisten im IQ-Bereich weit unter dem von kindlicher Debilität. Der Schnitt liegt nur bei 71. Kindliche Debilität liegt bei 90. Besagt eigentlich alles. Ankara. Erdogan schreckt in seiner Machtbesessenheit innenpolitisch vor nichts zurück. Gleich einem zugedröhnten Junkie, der jeglichen Bezug zur Realität verloren hat, hetzt der Kalif von Ankara auch gegen deutsche Politiker, bezeichnet deutschstämmige Abgeordnete als Terroristen und fordert sie, einen Bluttest zu unterziehen. Wann endlich setzt sich im Kanzleramt die Erkenntnis durch, dass man mit Geistesgestörten keine vernünftige Politik machen kann? Das setzt sich nicht durch. Kann sich nicht durchsetzen, weil gleich und gleich gesellt sich gern. Pakistan. Der BBC berichtete vor kurzem darüber, wie die Bauern in einem muslimischen Dorf zusammengearbeitet haben, indem sie ihre Ersparnisse und ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellten, um dabei zu helfen, eine Kirche für die Christen in der Gegend zu erbauen. Eine Rarität, aber auch das gibt's noch. Beijing. Der chinesische Staatspräsident Xi hat im Vorfeld seines Staatsbesuches in Serbien in der serbischen Zeitung Politika und der Nachrichtenagentur Tanjung einen Artikel veröffentlicht.
Darin betonte er, China werde die strategische Partnerschaft mit Serbien auf einen neuen Höhepunkt bringen. Mutti war ja auch wohl gerade in China. Mutti plärrete und schwallerte dann mal wieder rum über Gerechtigkeit der Menschen und so und den üblichen Quatsch. Komisch, nur das wird rausgestellt, was sie wirklich dort wollte, wird nicht veröffentlicht. Moskau, Ankara. Der türkische Staatschef Erdogan hat am 12. Juni einen Brief an Kreml-Chef Putin gesendet, in dem er deutlich machte, dass die Türkei einen Neubeginn der Beziehung mit Russland möchte. Kreml-Chef Peskow reagiert distanziert darauf. Das ist eine Protokollnachricht. Ein Austausch solcher Nachrichten kommt ansichtlich der Nationalfeiertage. Dieses sind ein Protokoll und eine gängige Praxis internationaler Beziehungen. Präsident Putin habe ziemlich darauf gesagt, dass er von der Türkei erwarte, sich mit den Beziehungen weiter zu normalisieren wollten. So Peskow. Ich glaube, Erdogan ist auch etwas zu spät gekommen, zumal sich ja in der letzten Woche, oder war es vorletzte Woche, Putin und Netanyahu schon getroffen hatten. Netanyahu hat ganz kleine Brötchen gebacken und hat in vielen Fällen ganz einfach bitte, bitte gemacht, dass Putin mehr zu ihm halten möge, halten solle und so weiter und dass er ihm helfen solle. Es geht natürlich auch in diesem Fall gegen die amerikanische Politik. Denn Israel führt normal Amerika, Amerika führt dann aus, aber jetzt haben die einen Dreher gemacht. Das ist Angst. Russland, VSA. Russland hat seine Anlagen in VS-Wertpapieren um 3,5 Milliarden US-Dollar reduziert, hieß es im Monatsbericht des Finanzministeriums in Washington. Seit Beginn 2016 investiert Moskau immer weniger in VS-Anleihen. Im Januar betrug der russische Anteil an der Staatsschuld der VSA 96,9 Milliarden Dollar. Aktuell belegt Russland Platz 17 in der Rangliste der Geldgeber der VSA. Die können nur auf Pump leben. Aber den meisten Pump haben sie von der Familie Li aus China. Seit 1778, ich glaube wohl. Moskau, EU. Russland hat die EU eine komplexe Revision der bilateralen Beziehungen vorgeschlagen und wartet jetzt darauf, dass die europäischen Kollegen ihre internen Konsultationen abschließen, wie der ständige Vertreter Russlands bei der EU, Tschitschow, im Interview mit der Russiskaja Gazeta sagte. Wir haben unsere EU-Kollegen vorgeschlagen, eine komplexe Revision der Beziehung vorzunehmen. Zuerst in einem inneren Format, dann können wir zusammen unsere Leistungen besprechen. Dabei sind mehr als die Hälfte der föderalen Ministerien und Behörden an der Arbeit mit der EU einbezogen. Wir warten also, bis die EU ihre internen Konsultationen abschließt und zu einem solchen Gespräch bereit ist, so Tschitschow. Ich glaube nicht, dass sich die EU viel bewegen wird. Wie war das mit der Dummheit? Kiew, Washington. Der Verkhovna Rada-Ausschuss für auswärtige Angelegenheit hat dem Parlament empfohlen, einen Antrag für einen Aufruf ans VS-Repräsentantenhaus der Amis zu genehmigen, die antirussischen Sanktionen nicht abzuschaffen. Wir bitten unsere amerikanischen Kollegen, die Umsetzung der Minsk-Vereinbarung zur vollständigen Wiederherstellung der Kontrolle übers Territorium der Ukraine in den Regionen Donetsk und Lugansk von der Russischen Föderation zu fordern. Darüber hinaus wird gefordert, die Sanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten, bis die Krim an die Ukraine zurückgekehrt ist. Manche können, glaube ich, gar nicht anders. Naja, die Eliten stecken dazu hinter, aber dieses großmäulige und nicht mal zweideutige Pamphlet, das hat nichts. Russland wird da nicht rausgehen. Zu Recht übrigens. Man muss sich die Geschichte schon ansehen. EU, Russland nochmal Sanktionen. Die politische Lage bzw. bezüglich der Beziehung zwischen Russland und dem Westen verändert sich, wie der französische Ex-Außenminister Verdun im Sputnik-Interview beim Petersburger Wirtschaftsforum sagte.
Was die antirussischen Sanktionen betrifft, könnten diese zum Jahresende aufgehoben werden, vermutete er. Ich sehe, dass die Lage sich verändert. Präsident Juncker war in guten Beziehungen mit Präsident Putin. Vielleicht liegt es daran, so Verdrin. War Juncker das erste Mal nüchtern dabei? Das sollte mich wundern. Wobei, wenn man dann sagt, zum Jahresende könnte es aufgehoben werden, ja, wäre vielleicht möglich. Da geht in der Zwischenzeit Werte und Firmen den Bach runter. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aus ganz Westeuropa, insbesondere aus Deutschland. Aber auch das will man. Das ist Vorsatz. Wien. Am Samstag, den 18. Juni, findet in der Wiener Innenstadt der 4. Marsch für die Familie statt. Der Verein tritt für die Förderung der traditionellen Familie und fürs alleinige Erziehungsrecht der Eltern ein. Ein weiteres Anliegen ist der Schutz ungeborenen Lebens. Vehement tritt die Initiative gegen die Zwangssexualisierung der Kinder im Kindergarten und Schule auf. Die Pervertierung der Ehe, dem Genderwahn und einem Adoptionsrecht für Schwule erteilt man eine Absage. Das alles hat nämlich auch mit Familie nichts zu tun, das Letzte. Also haben Sie recht. Der Marsch für die Familie findet also morgen in Wien statt. Tessin, Schweiz. Die Zahl der Migranteros, die im Süden über die Schweizer Grenze kommen, steigt in diesen Tagen massiv an, sagte der Schweizer Bundesrat Maurer gegenüber SRF. Migranten seien jetzt vielerorts gegen Mitternacht und nicht mehr tagsüber unterwegs, weshalb man einen 24-Stunden-Betrieb eingeführt habe, berichtete der oberste Chef der Grenzwachtkorb. In Chiasso und auf der Route Via Domodossola nach Brig sei man nahe an Rekordzahlen. Tschechien, EU. Im Interview mit der Welt erteilte der tschechische Außenminister Zaoralek der geplanten Quotenregelung der EU zur Aufnahme sogenannter Flüchtlinge eine Absage. Außerdem schilderte er die Vorbehalte der tschechischen Bevölkerung gegenüber der Aufnahme muslimischer Asylanten. Die sagen wenigstens noch mal was. Wenn die Leute fernsehen, was sie dann von Europa sehen, die Attentate von Paris oder Brüssel, dann sagen sich die Leute, die sollen doch bloß nicht erzählen, dass die Integration gelungen ist. So Zaoralek. Recht hat er. Aber wir müssen auch bedenken, dass viele dieser Attentate oder einige dieser Attentate einfach False Flag ist und geschürt und teilweise ausgeführt worden ist, naja, so wie es rausgekommen ist, vom CIA, von den Amis also. Berlin-Köln. Der Deutsche Städtetag hat an Bund und Länder appelliert, beim Spitzentreffen an diesem Donnerstag im Kanzleramt endlich Beschlüsse zur Finanzierung der Integration von Flüchtlingen zu fassen. Wir brauchen eine Entlastung der Städte bei der Unterkunftskosten für Hartz-IV-Empfänger. Hilfe beim Wohnungsbau und beim Ausbau von Kitas und Schulen, sagte Präsidentin Lohse. Naja, hier ist ein bisschen lose, sonst wo. Warum soll es nur immer um Flüchtlinge gehen? Warum geht es nicht um eigene Leute, Frau Lohse? Bielefeld, Deutschland, Türken. Bei einer repräsentativen Umfrage durch das Meinungsforschungsinstitut Emnet stimmen 47% der befragten Muselmännchen mit türkischen Wurzeln dem Satz zu: Die Befolgung der Gebote meiner Religion ist für mich wichtiger als die Gesetze des Staates, in dem ich lebe. Ja, unter den Zuwanderern der ersten Generation ist die Zustimmung zu dieser Aussage mit 57% deutlich höher als bei ihren Nachkommen. Und die Muselmännchen, die in Ankara sitzen, denen geht's völlig sonst wo an vorbei. Die Frauen tragen auch keine Kopftücher, kein gar nichts. Oder andere Vermummungsutensilien. Dort sitzen die in den Cafés, teilweise mit recht kurzen Röcken. Deutschland, Ami-Meteorologen. Während sich die Unwetter und Überschwemmungen hierzulande fortsetzen, ist das für manche keine Überraschung. VS-Wetterfrösche wussten spätestens am 14. Mai 2016 über die bevorstehenden Wetterkatastrophen Bescheid. En Detail. Lange vor ihren deutschen Kollegen und geschlagene 2 Wochen, bevor die Unwetter in Deutschland auch wirklich auftraten. Die Frage ist nur, woher
Woher hatten Sie das Wissen? Und selbst bitte weiterlesen unter Nummer 24. So wird ganz einfach Wetter. Geplant und gemacht. Deutschland. Eine umfangreiche Auswertung der verfügbaren Daten zur Qualität und Kosten aller Pflegeheime bundesweit durch das Rechenzentrum korrektiv.org lieferte ein erschütterndes Resümee. So mussten Pflegebedürftige in Rheinland-Pfalz das meiste Geld für einen Platz in einem Heim bezahlen, gleichzeitig schneiden die Häuser dort aber am schlechtesten ab. Dies und mehr ergab die bekannte Recherche von Welt und NDR. Ich glaube, man darf da gar nicht richtig hintergucken, was auf dem Bereich und in dem Gebiet wirklich abläuft. Es ist zum Haare aufraufen. Die gute Nachricht. Erhabener Großpapa, ein neues Jahr erscheint. Drum muss ich meine Pflicht und Schuldigkeit entrichten. Die Ehrfurcht heißt mich hier aus reinem Herzen dichten. So schlecht es aber ist, so gut es ist gemeint. Gott, der die Zeit erneuert, erneuere auch ihr Glück und krönt sie dieses Jahr mit stetem Wohlergehen. Ihr Wohlsein müsste lange so fest wie die Zedern stehen, ihr Tun begleitet stets ein günstiges Geschick. Ihr Haus sei wie bisher des Segens Sammelplatz. Erhabene Großmama, des Jahres erster Tag erweckt in meiner Brust ein zärtliches Empfinden und heißt mich ebenfalls, sie jetzt so anzubinden, mit Versen, die vielleicht kein Kenner lesen mag, indessen hören sie den schlechten Zeilen an, indem sie nun meinen Wunsch aus wahrer Liebe fließen. Der Segen müsste sich heut über sie ergießen, der Höchste schützt sie, wie er bisher getan. Er wollte ihnen stets, was sie sich wünschen, geben. Das war übrigens von Johann Wolfgang von Goethe, 1757 schon. Und das war's mal wieder für heute. Denkt daran, wir haben eine Riesenwoche vor uns. Einen solchen Erfolg hatte ich mir auch nicht so vorgestellt. Es ist wirklich toll und sie kommen alle. Das ist ein Irrsinn. Und viele wissen, wo es ist. Wir sind dort in dem großen Zelt untergebracht. Und da passen schon einige Leute rein. Meldet euch einfach an, wer Lust hat, oder kommt vorbei, egal wie. Aber der Wirt sollte auch schon Bescheid wissen, für wie viel er zu kochen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.